Oi, da, was geht ab, Leute? T-Mobbelt hier. Heute mit einem Review zu den Dynamist. Neues Themendeck, das in Break of Shadows erscheinen wird. Sneak davon ist bereits nächste Woche. Am Samstag, zum Beispiel bei uns im Funtainment, wir werden vorbeischauen, wieder ein paar Videos drehen und sowas. Und in der Woche davor stellen wir euch natürlich noch ein paar andere Karten und Themen und sowas aus dem Set vor, allgemein das Set. Wird übrigens das erste Hauptset sein nach High Speed Riders, was ja aber kein Hauptset war. In dem halt diese neue Seltenheitsverteilung sein wird. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Abgesehen davon hat das Set auch richtig krasse Karten, also wir werden sehen. Also heute besprechen wir die Dynamist. Eins der wenigen, beziehungsweise glaube ich eigentlich das einzige neue Themendeck. Der Rest von den Karten ist hauptsächlich Support, also Kaiju Support, Cosmos Support, Magic Spectre Support. Performer Pulse Support, Ninja Support und Zombie Support. Also eigentlich echt. Und halt das neue Buster Blader Deck, aber das ist für mich kein wirkliches Deck. Ansonsten ist es halt echt nur Support, außer denen hier halt. Die sind alle Maschine, sehen aber aus wie Dinos und Element Wasser. Sind auch Pendel Monster und neben den Ignites und den Magic Spectern das dritte Themendeck, das mit den Dracoslayern gemischt wird, werden kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir als erstes da Dynamist Stegosaurier. Wassermaschine, wie gesagt, Level 4. Panel Skala 3. Und sein Panel 1,6 ATK, 1,8 Defense. Solide Werte. Und Panel Effekt ist, wenn eine andere Dynamist Karte, die du kontrollierst, zerstört werden würde, durch einen gegnerischen Karteneffekt oder durch Kampf, kannst du stattdessen den in der Panelzone zerstören. Was ziemlich gut ist. Und Monster Effekt ist, wenn ein anderes Panel-Monster, das du kontrollierst, kämpft gegen ein gegnerisches Monster, nach der Damage Calculation kannst du beide Monster zerstören. Beide solide Effekte, auch solide ATK und Defense, also ich würde dem 6 von 10 Sternen geben, ein bisschen über dem Durchschnitt. Der Monster-Effekt ist eigentlich relativ gut, da kann man eigentlich jedes gegnerische Monster, das einen stört, zerstören. Außer Monster, die nicht zerstört werden können, aber der Effekt zielt nicht, also kann man auch so Cosmo-Sachen zum Beispiel beseitigen. Dann haben wir als nächstes Dynamist Plesios. Der hat jetzt Pendel Skala 6, 1,7 ATK, 1,4 Def und sein Effekt ist, also erstmal Pendel-Effekt. Einmal, während diese Karte in deiner Pendelzone ist, kannst du einen Effekt negieren. Von einer gegnerischen Karte, die Dynamist-Karten von dir, die du kontrollierst, zielen würde. Und dafür musst du ihn halt dann zerstören. Auch ganz okay der Effekt. Schützt halt. Und dann der Monster-Effekt. Monster, die deinen Gegner kontrolliert, verlieren 100 ATK und Defense für jede Dynamis-Karte, die du kontrollierst. Also auch nicht schlecht. Also für das Ziel des Decks ist es nicht schlecht. Allgemein ist es eher nicht so gut. Aber denke mal, vor allem wenn man Merkel von denen hat, kann man eigentlich über alles drüber gehen. Ich würde dem jetzt 5 von 10 Sternen geben. Einfach solide, normale Karte für das Themendeck. Dann haben wir als nächstes Dynamist Terran. Wieder Panel Skala 3. Und 1,8 ATK. Panel Effekt ist derselbe wie der erste. Also alle drei haben den gleichen. Schützen vor Kampf- und Karteneffekte. Und der andere, alle 6er Panel Skala, schützen vor Targets. Unser Monster Effekt ist, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster zerstört, kannst du eine Dynamist-Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Das Monster muss nicht auf den Friedhof gehen, wie bei manchen anderen, also auch echt solide. Dem würde ich jetzt 7 von 10 Sternen geben. Ist einfach der Searcher des Decks. Dreimal wird er auf jeden Fall gespielt. Effekt ist nicht auf 1 limitiert pro Runde, sprich wenn du 3 hast und oder wenn die öfter als einmal angreifen könnten. Dann kann man auf jeden Fall eine Menge searchen und 1,8 ATK sind auch recht stabil und dann durch die Effekte von den anderen noch, kann eigentlich über vieles drüber gehen. Dann haben wir als nächstes Dynamist Brachion. Der ist Level 5 diesmal. Hat 2000 ATK, 800 Def. Panel Effekt ist trotzdem derselbe wie von den 6ern, obwohl der halt jetzt Level 5 ist. Unser Monster Effekt ist, falls du keinen Dynamist Brachion kontrollierst in deiner Monsterzone und dein Gegner ein Monster kontrolliert, dass die höchste ATK hat auf dem Feld, kannst du den von deiner Hand specialen. Was nicht so toll ist. Sprich, sein Monster-Effekt ist, falls
eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, kannst du den von deiner Hand specialen. Und Level 5, also sonst ist er tot, außer man pendelt ihn oder so. Ich würde ihm auf jeden Fall 4 von 10 Sternen geben. Auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Man braucht ihn wahrscheinlich als Namen und dann für OTKs und sowas, ATK und sowas. Mal schauen. Dann haben wir noch Dynamist Sagatops. Der ist auch Level 5. Sprich, mit den zwei kann man dann wahrscheinlich auf 5 Exits gehen. Der ist Pendel Scarlet 3, also hat er wieder denselben Pendulum-Effekt wie die anderen Dreier. Und sein Monster-Effekt ist, falls alle deine Monster, die du kontrollierst, Dynamist sind, dann kannst du den von deiner Hand specialen, also auch wie der andere. Hat 2-1 ATK, also 100 mehr als der andere, aber finde ich genauso nutzlos. Also auch 4 von 10 Sternen für den. Dann kommen wir, glaube ich, zum letzten. Dynamist Rex. T-Rex, also auf jeden Fall das Bossmonster, allein vom Namen her und Artwork. Der hat 2-4 ATK, wieder Pendel Scala 6, also wieder Schützen vor Targets. Und sein Monster-Effekt ist, falls diese Karte angegriffen hat, am Ende der Damage-Step kannst du ein anderes Dynamis-Monster tributen und dann einen von diesen zwei Effekten aktivieren. Entweder kann der nochmal angreifen, aber dafür nur ein Monster nochmal angreifen, also nicht angreifen und dann nochmal direkt oder sowas, sondern nur ein Monster. Und falls das Monster in Defense ist, dann kriegt der Gegner trotzdem Schaden, also Piercing Damage. Oder der zweite Effekt, du kannst eine Karte von der gegnerischen Hand, random, oder vom Feld zurück ins Deck mischen. Und dann erhält er 100 ATK. Das ist nicht schlecht. Ist Level 5, aber... Und kann sich nicht selber specialen wie die anderen zwei. Also da schon mal ein kleiner Negativpunkt. Und also so wie ich mir das Deck angeschaut habe, ist die Strategie sehr schnell OTK zu geben, Beatdown. Und der zweite Effekt ist eher Control. Obwohl das der gute Effekt ist, ist es eher ein Control-Effekt und nicht der Sinn des Decks. Also dem würde ich auch nur 5 von 10 Sternen geben. Durchschnitt, nicht überdurchschnittlich. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Wie jedes Themendeck, das jetzt neu rauskommt, haben die jetzt auch eine Spielfeldzauberkarte. Dynamic Power Load. Und die sagt, dass alle deine Dynamis-Monster auf dem Feld 300 ATK und Defense bekommen. Und wenn ein Dynamis-Monster, das du kontrollierst, angegriffen wird oder angreift, kann dein Gegner keine Karten aktivieren bis zum Ende des Damage-Steps. Also relativ guter Effekt. Wir kennen ja Amadis, der ist ziemlich gut. Und dieser neue Odd-Eyes-Synchro-Typ, Level 7 ist der, glaube ich, den spielt man auch. Also sehr guter Effekt. Und dass sie halt alle 300 ATK bekommen, ist auch ziemlich krass. Vor allem, weil die halt alle nur auf Beatdown spielen. Ich würde der Feldzauberkarte 6 von 10 Sternen geben. Dann haben die noch Dynamis Charge. Dauerhafte Zauberkarte. Wenn die aktiviert wird, kannst du einen Dynamis Monster von deinem Deck auf die Hand holen. So ähnlich wie Tanky. Und einmal pro Runde, wenn eine Dynamis Karte oder mehrere Dynamis Karten vom Feld offen auf das Extra Deck kommen würden, kannst du eine davon stattdessen auf die Hand holen. Und du kannst nur einen Dynamis Charge pro Runde aktivieren, also so wie Tanky. Ein Searcher ist immer gut und ein Searcher, der noch einen extra Effekt hat, ist noch krasser, also dem würde ich 8 von 10 Sternen geben. Dann haben die auch noch eine Fallenkarte, Dynamis Rush. Du kannst einen Dynamis Monster von deinem Deck specialen. Und falls du dies tust, ist es unberührt von Karteneffekten, aber wird in der Endphase zerstört. Und du kannst nur eins davon pro Runde aktivieren, also auch nicht schlecht. Searcher, Special direkt aus dem Deck, sowas ist immer gut. Man kann es passiv benutzen als Schutz oder aggressiv, um ein Monster zu specialen und dann anzugreifen. Dass es in der Endphase erstellt wird, ist auch kein großes Problem, weil das halt ein Pendeldeck ist, also kannst du es nächste Runde wieder pendeln. Oder einfach OTKen, also darauf ist das Deck ja eigentlich aufgebaut. Deswegen aus dem Deck specialen immer krass und deswegen gebe ich der 8 von 10 Sternen. Kommen wir zum Fazit des Decks. Also das Deck ist sehr aggressiv. Die Pendel-Effekte sorgen dafür, dass die Angriffe immer durchkommen. Und mit den anderen Effekten werden ATK und Defense manipuliert, sodass die Angriffe auch noch alle durchkommen. Und falls die durchkommen, gibt es noch ein paar extra Search-Effekte und sowas. Also klingt eigentlich solide. Aber das Deck kann nichts zerstören, nichts banishen, nichts specialen. Also eigentlich nur Beatdown drauf einschlagen. Und ich weiß nicht, ob das in dem Format so effektiv ist. Deswegen gebe ich dem Themendeck allgemein 6 von 10 Sternen. Erinnert mich ein bisschen an Jusenju.
Die Panel-Dinger haben auch vor Effekten geschützt und vor Zerstörung. Und dann konnten die auch viele Special und dann einfach angreifen. Also wer weiß, vielleicht toppt das Deck hier und da mal ab und zu, so wie Jusenju. Aber ich bin nicht so überzeugt von dem Deck. Aber wie immer könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck haltet. Vielleicht habt ihr schon ausprobiert. Vielleicht habt ihr gute Mischungen gesehen oder sowas, wie man das Deck am besten spielen kann. Falls ja, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns auf der Sneak vielleicht und leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.